Ja, ich mache einfach nochmal das gleiche Live-Video, denn ich hatte eben gar keinen Ton angemacht. Das heißt, du konntest gar nicht hören, was ich erzählt habe. Also, es geht in diesem Video darum, welche drei Fehler du bei deiner Positionierung unbedingt vermeiden solltest. Ich bin Katrin, wenn du mich noch nicht kennst, und ich zeige dir, wie du dich einzigartig positionierst, um online sichtbar und erfolgreich zu werden. Ja, also Positionierung an sich. Auch wenn ich das coache, ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Man kann das gut nachlesen, was man machen kann, was man machen soll, wie man sich dem Ganzen nähert. Und trotzdem weiß ich nicht, wie es dir geht, ist es ja so, dass man, wenn man selbst so drin hängt und betroffen ist, manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und deswegen möchte ich dir heute als Tipp mitgeben, was du vermeiden solltest, welche drei Fehler du vermeiden solltest, wenn du dich mit deiner Positionierung beschäftigst. Fehler Nummer eins. Du möchtest everybody's Darling sein. Das wird nicht funktionieren, das kann ich dir schon mal sagen. Denn, und das ist völlig okay, du findest ja auch nicht alle gut und toll. So, und das hat nichts damit zu tun, dass wir vielleicht persönlich werden oder angegriffen werden. Aber ich muss nicht von allen gemocht werden, weil ich ja auch nicht für alle etwas tue oder für alle da bin. Insofern ist es in Ordnung, uns davon, ja, ich sag mal, zu distanzieren und zu sagen, ich muss nicht jedem gefallen, ich mag auch nicht jedem, aber sozusagen dabei auch respektvoll zu bleiben. Fehler Nummer zwei ist, wir schauen nach rechts und links und vergleichen uns mit den anderen. Die hat aber da so was Tolles gepostet. Wow, diese E-Mail war mega gut. Und ah ja, das könnte ich vielleicht auch noch machen. Und das nützt alles nicht so richtig was. Wichtig ist, dass du sehr wohl nach links und rechts schaust, was andere tun, aber es dann als Inspiration zu sehen, als Inspiration für dich zu sehen, wie du das für dich transportieren kannst. Ich finde das ganz wichtig, dass du deine Sprache findest, deine Wörter findest. Ja, deine Botschaft auch findest, was du sagen möchtest, weil sonst kopieren wir nur den oder die andere und das hat dann mit Authentizität nichts mehr zu tun und das spürt auch unser Gegenüber. Also hol dir Inspiration, ja, auf jeden Fall, weil wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber wir müssen es trotzdem in unsere Botschaft, in unsere Positionierung transportieren und unsere Wörter finden. Ja, und dann Fehler Nummer drei ist zu wenig Emotion bei unserer Positionierung und damit eben auch bei unserer Sichtbarkeit. Meiner Meinung nach steckt so dahinter der Glaubenssatz, dass Entscheidungen rational getroffen werden oder dass wir eben rational Argumente geben müssen, warum eine Arbeit mit uns gut und richtig wäre. Und ich glaube nicht nur, ich weiß, dass wir Menschen Entscheidungen eben zu einem großen, großen Teil eben nicht rational treffen, auch wenn wir das behaupten. Wir haben ein System, was eben uns sehr schnell Entscheidungen treffen lässt. Das müssen wir auch tun, weil wir einfach so viele Entscheidungen pro Tag fällen müssen. Jeden Tag in unserem Leben machen wir ganz, ganz viele Entscheidungen. Wenn wir diese Entscheidungen rational treffen würden, würden wir viel zu lange brauchen. Ja, das machen wir. Einfach aus, wir sagen aus dem Gefühl heraus, es ist unsere Intuition, die uns sagt, was wir tun und was nicht. Und bei der Intuition ist es noch mehr, es ist eben auch, läuft ja ein, ja, in Sekundenbruchteilen läuft da ja ein ganzer Erfahrungsapparat durch aus der Vergangenheit. Und der gepaart, ne, mit ganz, ganz vielen, ja, Komponenten fällt die Entscheidung ja oder nein. Das heißt, wir sollten ganz, ganz viel von uns eben auch zeigen, von unseren Emotionen. Das heißt nicht, dass wir uns so komplett emotional nackig machen müssen und unser ganzes Privatleben nach außen kehren müssen. Aber es hilft einfach, nach außen zu zeigen, was uns bewegt, was uns berührt, was uns antreibt, was uns ausmacht, damit ja, meine Lieblingskundin überhaupt entscheiden kann, ob sie mit mir arbeiten möchte und ja, ob das mit mir passen könnte. Weil das ist nun mal ein Business, wo Mensch und Mensch zusammenkommen und die Chemie muss stimmen, wie man ja so schön sagt. Und wie soll der Gegenüber das entscheiden, wenn ich ihm aber nichts von mir zeige? Ja, also Emotionen ganz, ganz wichtig.
Ja, das waren jetzt einmal so die drei häufigsten Fehler, die mir begegnen, wenn es um das Thema Positionierung geht. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich mehr mit Positionierung zu beschäftigen und da tiefer einzutauchen, dann möchte ich dich einladen zu meinem Live-Workshop Einzigartig positioniert. Der findet am 4. und 5. Mai statt. Und da wirst du dann auch erfahren, was es mit diesen beiden Dosen auf sich hat. Also, wenn du magst, melde dich an. Der Link ist hier in der Beschreibung mit drin und die Anmeldung ist kostenlos. Ich freue mich, wenn ich dich da wiedersehe. Bis bald!